Das ist jetzt eigentlich nicht so das, was man sich unter einer Orkstadt vorstellt. Nur so ein paar Zelte. Ist ja schon ziemlich mickrig hier. Aber na gut. Das Spiel ist 11 Jahre alt. Ich benutze das so ziemlich als Argument für alles. Für alles, was an dem Spiel scheiße ist. Nur so, ja, das Spiel ist 11 Jahre alt. Ja, okay. Dann akzeptiere ich das mal. Gebt mir eure Crushs. Wo ist denn dieser Kack-Ork? Sklave oder was das? Ne, nicht Sklave. Dieser Kack, ganz normale Ork, der vielleicht nur Hälfte Lebensenergie hat. Sonst ist ja nix. Komm, wir laufen dem mal hinterher. Der ist wahrscheinlich schon auf dem Rückweg. Oder auch nicht. Steht er da? Ne, das war nur ein Stein. Ach ja, jetzt habe ich ganz vergessen, warum ich überhaupt hier bin. Wie viel fehlt mir überhaupt noch für ein Level-Up? Ja, kommt noch. Bevor wir in den Schläfertempel gehen, denke ich, kommen wir noch ein Level-Up. Dann haben wir schon 2 Kreise der Magie. Ist doch schon mal was. Dann wäre denn wir Wassermagier. Komm, drauf geschissen, wir nehmen jetzt einen Geschwindigkeitstrank. Den. Entschuldigung. 5 Minuten lang können wir jetzt sprinten. So. Da oben ist die besagte Statue. Wir nehmen jetzt eine Spruchhülle, und zwar eine ganz bestimmte, die ich jetzt erst finden muss. Da. 7 Telekinese. Statue. Yeah. Alle Orks wären aggro geworden, wenn wir das Ding hier runtergenommen hätten. Aber wirklich alle. Und ja. Was ist denn das? Die Statue bewegt den Hebel. Aha. Ich glaube, mit dem orkischen Teleportzauber hätte ich mich jetzt durchs Gitter teleportieren können. Egal. Wir speichern hier und betreten den Tempel. Aber direkt danach gehen wir auch wieder raus. Weil dann müssen wir zu Xalas, glaube jedenfalls, dass es so ist, und sagen, hey, wir sind im Tempel. Cool, das Spiel ist abgestürzt an der Stelle und ich mache hier kurz einen Stopp und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht abstürzt, wenn wir den Tempel betreten. Yeah, Ladebildschirm. Tagebucheintrag. Was war das jetzt? Weg in den Schläfertempel. Es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. So, jetzt die Frage, müssen wir zu Xalas oder müssen wir erst ein bisschen reingehen? Ich habe keine Ahnung. Das Ulumluk können wir jetzt endlich ablegen. Weil hier wird uns garantiert jeder Ork angreifen. Aha. Hier ist der Weg eingestürzt, das heißt, wir müssen über dieses Ding balancieren. Oder springen rüber. Über die Schlucht. Komm. Nett. Was erwartet uns? Ein nerviges Skelett, was um dich herumrennt wie ein Goblin. Und um den ganzen Scheiß abzurunden. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, aber in Gothic 2 gibt es auch Goblin-Skelette. Das macht die ganze Sache noch lustiger.
Boah, jetzt lass dich einfach treffen. So. Was nun? Jetzt frage ich mich ernsthaft, ob ich erst zu Xalas muss. Egal, wir räumen erstmal hier alles leer. In dieser Vorhalle. Dann können wir immer noch zu Xalas vorbeischauen. Die ganzen Sachen nehme ich jetzt einfach nicht mit. Ist mir scheißegal. Das ist komplett sinnlos. Boah, jetzt stirb einfach. Wow. Dass ich dem total egal bin. Hat der was Tolles dabei? Naja. Ein paar Skelette beschwören kann er. Toll. Ah, hier sind ganz viele geschlossene Gitter. Und ein Schalter. So, kurz speichern. Och nö, was kommt jetzt? Ich muss die also erst alle töten. Dich nehme ich auch an. Was ist das jetzt? Schalter. Wow, hat ja viel gebracht. Hier ist noch einer. Das offen, das auch offen. Perfekt. In der Halle scheint es nicht so viel zu geben, also können wir hier schon mal alles machen. Was zum Teufel ist das alles? Ich will hier gar nicht noch weiter rumrätseln. Der Tempel ist ein einziges Rätsel. Also hier sind zig Rätsel verborgen, die man alle lösen muss. Und darauf habe ich jetzt erstmal so gar keinen Bock. Ich mache jetzt erstmal einen Aufnahmestopp. Teleportiere mich zu Xalas und guck, ob der was will. Wenn nicht, lade ich einfach und bin wieder hier, ne? Falls der doch irgendwas hat, dann mache ich da selbstverständlich wieder die Aufnahme an. Okay, dann bis gleich, ne? Tschüss. So, da bin ich wieder. Die Sache sieht so aus. Xalas hat noch nichts zu melden. Erst später. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen im Tempel rumrätseln. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Hier speichere ich erstmal, weil wer weiß, was jetzt kommt, wenn ich irgendwie eine falsche Kombi mache. Das sind nämlich Schalter. Okay. Jetzt habe ich links. Mitte. Rechts. Was passiert? Gar nichts? Boah, ich will jetzt hier nicht sinnlos ewig rumrätseln, ist doch scheiße. Weißt du, solche Rätsel sind für mich einfach irgendwie gar keine Rätsel, das ist mehr so Knobeln. Habe ich in Mitte angefangen, rechts, dann links. Die ganzen Tränke nehme ich mal mit, die könnten nämlich was Wertvolles sein.